angekündigt, werde ich um den ESP8266. Das ist ein kleiner Mikrocontroller der Firma Espressive. Das ist ein chinesischer Hersteller. Und ja, gehen wir mal eins weiter hier. Der wurde vor 2 Jahren vorgestellt und hat eigentlich die Community sofort begeistert, weil er so mit sehr wenig Geld und sehr viel bietet. Vor allem eben Wi-Fi, also WLAN. Die Firma hat sich da sehr viel einen sehr guten Namen gemacht. Sie waren die einzigsten, die das also geschafft haben, WLAN und einen Mikrocontroller in einen Chip reinzumachen. Das hat also wirklich keine andere Firma geschafft. Und das eben auch mit der Sendeleistung von einem Router, wie man zu Hause hat. Man sieht also hier auch den Chipper mal, den Dai, sagt man, also das Silizium. Und alles, was hier jetzt rot eingezeichnet ist, das haben dann im Endeffekt die Chinesen entwickelt. Da ist also sehr viel Spulen. Man hat also hier den Sendeteil, hier den Empfängerteil und eben noch ein paar andere Sachen. Und hier ist eigentlich der Mikrocontroller. Der ist allerdings nicht von dieser Firma Espressive, sondern die haben den einfach nur zugekauft. Der ist nämlich eigentlich von Tensilica. Das ist ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt also, alles, was dann eben dieser WLAN-Teil, dieser Analog-Teil ist, das haben die Chinesen gemacht. Alles andere ist quasi amerikanisch. So, das Schöne an dem ist, dass die Community so groß war, dass die das schon gleich also in den Arduino oder integriert haben. Und man kann ihn das jetzt mittlerweile sehr, sehr einfach mit Arduino programmieren. Wer hat also schon mal was mit Arduino gemacht? Okay, also schon ein paar. Und also es ist eine schöne Oberfläche, mit der man relativ einfach programmieren kann mit Hardware. Und der ESP erweitert quasi diese Welt von Arduino um die WLAN-Funktionalität und das auch noch eben relativ günstig. So, was kann er jetzt ungefähr? Also das mal so grob. Er kann also 2,4 GHz WLAN, also kein 5 GHz. Er kann sowohl Station sein, das heißt, es ist ein Endgerät, das man einfach ins eigene WLAN reinhängt. Es kann aber auch ein Access Point sein, also wie ein WLAN-Router zu Hause kann er hier so ein kleiner softwaremäßiger Access Point sein, der natürlich nicht die Leistung hat, was so eine Fritzbox oder sowas macht. Er macht direkt TCP-Protokoll, aber auch UDP und hat eben alles, was man so analog braucht. Und hier noch den Hinweis, also er hat wirklich die Sendeleistung von einem Router, der also regulär verkauft werden darf, mit 100 mW. Also das ist dann für so einen kleinen Chip schon sehr gut. Der Mikrocontroller ist ein 32-Bit Mikrocontroller, das heißt, wir haben beim Arduino eigentlich einen 8-Bit Mikrocontroller. Der ist also hier dann auch schon leistungsfähiger und, wo ich es auch drauf habe, hier unten, er läuft mit 80 MHz, also so ein typischer Arduino läuft mit 8 MHz. Der läuft hier mit, oder es gibt auch schnellere 16 und 20 MHz gibt es dann auch noch. Aber er läuft hier mit 80 MHz und das ist also dann schon sehr interessant. Vor allem, man kann ihn sogar noch overclocken, ganz regulär, auf 160 MHz. Wie kann man das jetzt in den Arduino IDE integrieren? Ist eigentlich relativ einfach. Man lädt erstmal das Arduino runter, wenn man das noch nicht hat. Dann geht man unter Datei Voreinstellungen, da unter Additional Bots Manager. Dann muss man hier diesen Link reinkopieren. Das findet man aber alles relativ einfach und recht schnell mit der Suchmaschine seiner Wahl. Dann geht man nur noch eben unter Werkzeuge, Platinen und Bot Manager, sucht da nach dem ESP8266.
und dann hat man den eigentlich schon installiert. Dann braucht man bloß noch das Modul anstecken und schon kann man da dann eigentlich mit dem loslegen. Also wie schon gesagt, hier einfach ESP8266, Arduino Installation googeln oder suchen mit der Suchmaschine. Gar kein Problem, das findet man sofort und dann braucht man sich den Link bloß kopieren. Da braucht man wirklich nicht lang suchen. Wie schaut das da? Von was rede ich jetzt eigentlich? Ich rede jetzt eigentlich nur von diesem kleinen Chip hier. Und was macht den jetzt so besonders? Es gibt schon Mikrocontroller, die eben auch dann mit mehreren Bauteilen dann WLAN machen auch. Aber wirklich, Espressif hat es tatsächlich geschafft, mit so wenig Bauteilen das zu bauen. Man braucht, sie sagen, im Endeffekt weniger als 10 externe Bauteile, um damit dann WLAN zu machen. Wenn man also so schaut, das ist dann nur der Kondensator für den Mikrocontroller, dann hat man hier einen Flash-Speicher, dann hat man den Quartz mit seinen zwei Koppelkondensatoren, dann noch ein paar LEDs mit Vorwiderständen, das braucht man eigentlich gar nicht. Und dann war es das eigentlich im Groben schon. Man hat noch hier einen Kondensator zum Auskoppeln von dem Antennensignal. Und das ist jetzt hier bei dieser Platine, das ist so eine Standardplatine, nennt man auch ESP01. Da ist hier dann die Antenne, die man ja dann braucht, um auf 2,4 GHz zu senden. Und da gibt es dann eben auch verschiedene Varianten, das sehen wir jetzt dann gleich. Also, man hat das wirklich mit ganz, ganz wenig Bauteilen die Möglichkeit, WLAN zu machen, und das ist natürlich dann auch ein ganz, ganz großer Grund, warum das eigentlich so günstig ist. Man muss nicht unbedingt unter Arduino programmieren, man kann auch den Mikrocontroller, da ist dann meistens so eine Standardfirmware drauf vom Hersteller selber, die verhält sich dann so wie ein altes Modem mit AT-Befehlen, da kann man dann schon mal experimentieren und so ein paar Dinge schauen. Man kommt aber nicht recht weit damit. Zum Spielen ist es ganz nett, aber da meinte ich das auch belassen. Ich gehe relativ schnell, einfach Arduino eben hernehmen. Es gibt allerdings auch eine direkte GCC-Unterstützung mit dem SDK von Espressif selber. Es gibt eine Lua-Unterstützung. Die findet man unter NodeMCU. Es gibt eine Python-Unterstützung mittlerweile, die ist gegroundfounded worden. Sehr erfolgreich, 20-fach überzeichnet, oder wie man sagt. Man findet es gleich unter micropython.org. Es gibt allerdings sogar ein JavaScript und es gibt sogar ein Basic dafür und viele andere Projekte. Also man findet das wirklich sehr, sehr viel mittlerweile. Und das für einen Chip, den es erst 2 Jahre gibt. Also, so, das sind also so die AT-Befehle, will ich noch mal ganz kurz zeigen. Reset kann man machen. Man kann eben auch damit schon mal nachschauen, welche Access Points man findet. Aber wie schon gesagt, ich werde das nur für die ersten Tests hernehmen. Dann kommen wir ein bisschen mehr zur Hardware. Ich habe schon gesagt, den haben wir uns vorher mal ein bisschen größer angeschaut, das ist der ESP01. Es gibt eine ganze Reihe von ESPs, ESP8266, muss ich mittlerweile sagen, die alle so eine Nummer hinten dran haben. Und da hat man sich so ein bisschen darauf geeinigt, dass man halt dann immer einen Formfaktor mit einer bestimmten Nummer dann hat. Empfehlen kann ich eigentlich den hier, den ESP12E oder F, der hat hier nochmal ein Shield, also ein Gehäuse drumherum, damit also dann die ganzen Nebenaussendungen, die ganzen Nebenfrequenzen, was da rauskommen aus dem Chip, dann schön verschlossen bleiben oder nicht rauskommen. Und die Platine kriegt man auch wirklich relativ günstig, kostet glaube ich keine 2 Euro mehr.
Zum Entwickeln komme ich nochmal nachher drauf. Da gibt es dann noch ein anderes Modul, was ich dann empfehle. Aber im Endeffekt ist auch da drin drauf dieses Modul. Und man sieht hier also auch schon, wie der dann seine Ausgänge hat. Er hat hier dann diesen seriellen Ausgang und er hat auch eben GPIOs, sogar einen analogen Eingang. Man kann allerdings auch sehr viele Fehler machen. Also ich rede da aus eigener Erfahrung. Die Stromversorgung, die jetzt dieses Modul braucht, ist 3 bis 3,6 Volt. Und zwar bei 200 mA. Es gibt so Standard-Seriell, USB-Seriell-Wandler, die haben sogar einen 3,3 Volt Ausgang. Da habe ich mich dann schon gefreut, habe das da angeschlossen und habe mich dann jedes Mal gewundert, warum man dann beim Suchen von den Access Points dann jedes Mal ein Reset gemacht hat. Das lag dann daran, dass der dann in dem Augenblick einfach mehr Strom gezogen hat. Ich war dann der Meinung, dass eigentlich ein Regler auf diesem USB-Seriell-Wandler drauf ist und habe mich dann eines Besseren belehren lassen, dass der eben dann doch nicht drauf ist, sondern dass da aus diesem Wandler nur 20 mA maximal rauskommen und das hat dann nicht gereicht. Das heißt, also jetzt gibt es hier zwei Fragen, kann man den dann mit der 3 Volt Knopfzelle betreiben? Ich sehe ein Nicken. Oder auch nicht. Okay. Also bei der Knopfzelle kommen leider nur auch so maximal so 20 mA raus. Deswegen, also bei diesen typischen Lithium-Knopfzellen, da kann man also direkt eine LED dran machen, ohne Vorwiderstand. Und das liegt einfach daran, dass da tatsächlich nicht mehr Strom rauskommt als 20 mA. Kann man ihn jetzt mit Lithium-Polymer oder Lithium-Ionen-Akku oder Zelle-Deck betreiben? Da sehe ich schütteln, warum? 4,2 Volt. Genau, also man muss ein bisschen aufpassen, man liest nur mal, der hat 3,7 Volt. 3,7 Volt ist ja fast 3,6, also muss es fast gehen. Aber die Maximalspannung, die eben so ein Lithium-Ionen-Akku hat, ist eben 4,2 Volt. Und das war dann schon zu viel. Aber da gibt es einen Trick, man schaltet einfach eine Silizium-Diode dazwischen, die verbraucht dann 0,7 Volt. Und damit ist man da in einem Bereich, wo man den betreiben kann. Und das ist dann ein ganz guter Workaround. So, dann hat man was ganz Wichtiges zu beachten. Und zwar, man hat bei diesen GPIOs, also bei diesen Ein- und Ausgängen, ein TTL-Signal, das aber 3,3 Volt als Eingang und als Ausgang raus. Das heißt, wenn ich TTL-Technik habe beim Arduino direkt, also wenn ich ein ESP dann mit dem Arduino verbinden will, dann hat so eine typische Arduino-Platine 5 Volt. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht mit diesen 5 Volt in den Eingang vom ESP reingehe. Andersrum, wenn ich wenn man einen Ausgang habt, dann geht das, weil dann so dieser 3,3 Volt Pegel ist dann schon ein High Level für einen 5 Volt Eingang. Aber es gibt eigentlich kaum einen Grund, ein Arduino dahinter dann einzusetzen, weil der ESP ist ja eh viel leistungsfähiger. Naja, wenn man als Access Point natürlich betreibt, dann wird er natürlich dann wird er natürlich sehr viel Strom brauchen. Weil als Access Point muss ich ja die ganzen Stations abfragen und da brauche ich halt sehr, sehr viel Strom. Das heißt also, wenn ich Strom sparen will, dann sollte man keinen Access Point machen. Als Türklinge extern verbauen würde ich aus dem Grund nicht machen, weil man ja die Daten, wie man ins eigene WLAN kommt, ja da auch mit ins Programm schreibt und die Querien könnte man auslesen aus diesem externen EEPROM. Und damit wäre das also auch nicht so ganz gut. Also, weil wenn einer dann die Türklingel mitnimmt, dann kann er dann das WLAN-Passwort und das auslesen,
Das wäre dann also vielleicht auch nicht so ganz gut. So, und man muss diese Platinen, diese Module richtig vorbereiten. Bei diesem einfachen Modul, das ist hier übrigens hier ein ESP01-Port nochmal, da muss man dann nicht so viel beachten. Nur fürs Programmieren braucht man dann einen Taster und man muss jetzt nicht unbedingt einen Widerstand, man kann da auch eine Brücke machen. Und wenn man ein Reset machen will, dann muss man hier eine Leitung dann eben gegen ersetzen. Das ist jetzt bei diesem einfachen 0-1er Modul, bei anderen Modulen, bei diesem ESP32, da muss man dann mehr machen. Da muss man dann noch diesen Chip Select eigentlich noch gegen VCC und diesen GPI 15 gegen Ground setzen. Das GPI 15, das ist dann, man kann den Boot-Modus da einstellen und das dafür ist eben dieser GPI 15 gedacht. So schaut dann meine Lösung aus für diese ESP01. Man sieht hier den Taster, der im Endeffekt dann zum Programmieren dann gegen Masse zieht. Man sieht diese Brücke, die man da noch machen muss. Und man sieht eben, dass hier eine LED direkt angeschlossen ist. Das kann ich machen. Normalerweise geht jetzt sich jeder Hardware-Entwickler im Grab umdrehen, weil normalerweise muss ja jede LED einen Vorwiderstand haben. Ich habe aber eine blaue oder beziehungsweise eine weiße LED benutzt, die eigentlich eine blaue LED ist, die dann bei 3,3 Volt gerade 5 mA braucht oder zieht. Das heißt, Vorwiderstand hat sich da dann erübrigt. Und ich darf allerdings dann nicht mit der höheren Spannung das Ganze betreiben, weil dann wird natürlich die LED dann mehr Strom verbrauchen. Maximal darf ich ein GPIO mit 8 mA belasten. Das wollte ich dazu sagen. So, das ist jetzt meine beste Empfehlung, die ich geben kann. Und zwar zum Entwickeln. Diese Platine findet man unter dem Begriff NodeMCU. Wir haben das vorher gehört im Zusammenhang mit Lua. Mittlerweile hat sich also das aber als Synonym für diese Platinenform entwickelt. Das ist also wirklich eine wunderschöne Entwicklerplattform, weil man hat im Endeffekt nur einen USB-Anschluss. Der wird dann hier von diesem IC dann zum Serial-Anschluss gemacht. Es wird hier die Spannung von den 5 Volt vom USB auf 3,3 Volt geregelt und schon kann man dann mit dem Mikrocontroller reden. So, man muss da auch noch kurz aufpassen und zwar, es gibt da zwei Bauformen. Die eine ist ein bisschen breiter, da kann man dann auf dem Breadboard nicht wirklich damit arbeiten, weil man kann da ja nichts mehr rechts anschließen. Da muss man den kleinen nehmen. So, ja. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute? Nein, also du bist schon drüber. Bin schon drüber, okay, alles klar. Man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da Platinen kauft. Man kann also auch sowas bekommen hier zum Beispiel. Das ist dann eigentlich der Antennenanschluss, der verbogen ist. Man kann eben auch bei der Antenne falsche bekommen. Und es gibt sogar bei diesen ganz wenigen Bauteilen den Fehler, dass also dann den Vorwiderstand von der LED falsch gemacht haben, die dann hier in Rauch sich auflöst. So, der zweitbeste oder überhaupt noch ein Vorschlag von mir, oder das ist hier ein kostenloses Buch von Colburn. Das kann man im Internet eben auch ganz einfach finden, wenn man einfach nur Book und ESP8266 eingibt. Dann findet man das relativ einfach, ist, wie ich gesagt, kostenlos, hat mittlerweile, glaube ich, an die 300 Seiten. Und das sind dann die wichtigsten Seiten, das lasse ich jetzt noch stehen und dann können wir hier weiter. Okay.